So, hallo Leute und herzlich willkommen bei Midgardsmesser. Heute, bevor wir was Neues zeigen, bedanken wir uns erstmal bei unseren Kunden. Also wir bekommen ja regelmäßig kleine Pakete von unseren Kunden so. Ne? Freut uns immer, macht uns so auch klein wie das da. So klein wie das. Wir zeigen mal eins, was besonders aufgefallen ist, weil sich da einer besonders viel Mühe gegeben hat. Und zwar, Christian, wenn du das siehst, vielen, vielen lieben Dank. Wir müssen jetzt in Zukunft nicht mehr auf unsere Linie achten, weil die hast du uns jetzt versaut. Also, der Christian hat uns ein nettes Paket geschickt. Wir zeigen das jetzt mal. Da haben wir uns wirklich riesig gefreut. Einfach hier so mal Tassen. Das ist das Allerschön. Oder die, aus der ich morgen meinen Kaffee trinke. Ja, sehr, sehr geil. Und ja, die Würstchen, die haben es jetzt nicht mehr bis zum Video geschafft. Ja. Packen wir schon mal weg. Die haben auch hier haben wir schon mal ein bisschen rumgefressen, ja. Also da ist jede Menge geiles Zeug drin. Alles, was wir mögen. Ich wusste gar nicht, woher weiß er, dass ich Lakritze liebe. Ja? Man weiß es nicht. Man weiß, dass ich Relais mag. Ja. Also, ich wusste auch nicht, dass es Knoppers Bonbons gibt. Ja, das wusste ich auch nicht. Die schmecken lecker. Habe ich schon angefangen. Gut. Also, vielen, vielen lieben Dank, Christian. Und natürlich auch an alle, die uns sonst was schicken. Wir können jetzt hier nicht alles auf den Tisch packen. Da würden wir uns hier eingraben. Bedanken wir uns trotzdem mal. Ja, vielen Dank. Ja. Unsere Bäuche sagen Danke. Ich habe auf jeden Fall jetzt 2 Kilo mehr auf der Waage wegen dir. Und, ja, echt jetzt? Wie warst du jetzt? 91 bin ich jetzt. Ja. Okay. Hast du alle Würstchen allein gegessen? Nein. Nee, wir haben gestern redlich geteilt, weil wir Hunger haben. Und die Hunde haben auch ein bisschen gekriegt. Genau. Die Hündlis haben auch noch ein bisschen was gekriegt. Also das ist toll. Alles gut. So. Also, wir kommen jetzt heute mal erstmal zum Bömbur. Das Messer gibt es jetzt seit heute im Shop, ne, wenn ihr das Video seht. Freitagabend 18 Uhr, wie immer, ist das Video neu im Shop bei Richard und bei uns. Das Bömbur haben wir früher schon mal gemacht. Das war relativ schnell ausverkauft als Framelock. Jetzt haben wir es nochmal als Backlock aufgebaut, nochmal neu gemacht. Wie ihr seht, hier mit einem richtig strammen Backlock. Ja, Zweihandmesser vom Waffengesetz, würde ich mal sagen, weil es hier keine Öffnungshilfe gibt. Also man tut sich sehr schwer, es mit einer Hand aufzumachen. Und dann gibt es im Waffengesetz ein Part, das erkläre ich jetzt mal kurz. Da steht drin, wenn man eine besondere Fähigkeit hat, ein Messer zu öffnen, also ein bisschen üben muss. Ich habe ja auch schon eins. Ja, du hast schon geübt. Also so praktisch. Ja, du hast die besondere Fähigkeit, Richard. Ich muss manchmal... Zeig mal die Schuld ausgekugelt. Ich muss so ein bisschen... Ah, jetzt hat es geklappt. Also... Au. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder geschnitten. Hast du schon wieder geschnitten? Na toll. Ja, man muss halt schon aufpassen. Regina holt das Nähzeug. Nein, ist alles gut. Okay, also das Messer ist so konstruiert, man hat hier einen richtig starken Backlock, muss man richtig gut draufdrücken. Und dann hat man, wenn man das Messer hier aus dem Detent rausnimmt, dann lappert das so runter. Seht ihr das? Das hat folgenden Grund, damit man ein bisschen mehr Schwung beim Aufschleudern kriegt. Ja? Damit, und das macht natürlich auch sau viel Spaß. Aber wie gesagt, vom Waffengesetz ist es so, es ist ein Zweihandmesser, weil man beide Hände braucht durch diesen Backlock. Man hat hier keinen Öffnungspin, kein Loch oder sonstiges, war es gelegentlich hier so eine aufgeraute Fläche. Es ist also schon mit einer Hand schwer aufzumachen. Aber wenn man diese besondere Fähigkeit hat und das geübt hat, dann zählt das nicht als Einhandmesser, weil man eine besondere Fähigkeit hat, um das aufzumachen. Wenn man das besonders geübt hat. Ja. Also, aber ist ja schon oft passiert. Das ist unser Berufsrisiko. Ja, also wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung. Das ist jetzt nur unsere Einschätzung des Messers, sage ich mal. Ob ihr das so mitnehmen wollt oder nicht, überlassen wir natürlich euch. Ich trage meins. Und ich finde es natürlich höllisch lustig, das Ding immer so aufzuschleudern. Das macht voll Spaß, der Scheiß, gell? Also, dann haben, was auch auffällt, ist hier, Regina, komm mal ein bisschen näher. Okay. Wir haben hier auf der Klinge eine richtig geile Kannelierung. Ja? Das sieht also richtig cool aus. Und wir haben hier Bronze. Ich verwechsel das immer, Messing und Bronze, aber das ist Bronze. Okay. Ja? Das ist ein Bronze-Inlay. Hier rein gepresst, sage ich mal. Das hat schon was. Ne? Dann habt ihr hier wieder eine schöne Textur drauf. Habt einen Titanclip mit meiner Unterschrift. Auf den normalen Clips, das ist jetzt ein Prototyp, steht hier auch noch die Seriennummer. Und ihr habt hier einen Titan-Spacer komplett. Und habt eine 5 mm dicke Klinge aus D2, CBM D2. Und wir haben hier ein richtig schönes dreieckiges Lanyard-Loch. Und hier hinten haben wir nochmal schöne Chimpings oben drauf. Also es liegt wirklich gut in der Hand, ne? Kann man sagen.
Nee, das Bömbur Fixit ist ja auch eins deiner besten verkauften Feststellmesser, oder? Genau, das Bömbur Fixit hat ja auch einen Grund. Das hat einen Grund, weil es halt einfach brutal geil in der Hand liegt. Ne? Das liegt halt wie ein Stein in der Hand. Das ist richtig gut, kann man richtig gut mitarbeiten, richtig EDC in das Ding. Es macht richtig Laune. Jetzt kommt es leider. Diesmal ist es wirklich tatsächlich so, wir haben die Messer limitiert auf 300 Stück. Das ist jetzt die Nummer 000300. Und da kommen wir jetzt zu dem Gewinnspiel. Die 000300. Ah, das ist ein Prototyp jetzt. Das ist ein Prototyp. Den habe ich ein bisschen verbrutzelt beim Lasern. Der hat hier so diese markante dunkle Stelle. Da war der Laser leider ein bisschen zu stark eingestellt. Aber spielt jetzt an dem Messer keine Rolle. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir verlosen das. Diese 000, das erste von der Serie. Also das erste, was uns praktisch geschickt worden ist, um zu prüfen, ob man das so auf den Weg geben kann. Und das wird jetzt verlost. Da schreibt ihr uns einfach was in die Kommentare rein und sagt uns, wie ihr diese Messer hier findet und wie ihr das Bömbur findet. Und wir losen dann wieder einen aus. Also das Little Viking, was wir jetzt gleich im Anschluss zeigen, das erste legale Automatikmesser. Naja, gut. Also, soviel zu dem Thema. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Ding findet. Und jeder, der mitmacht und unten was reinschreibt, gut oder schlecht, spielt für uns erstmal keine Rolle. Ich hoffe nur gut. Man weiß es nicht. Der macht an der Verlosung automatisch mit und meine Frau wird euch dann das Schätzchen schicken. Und der Christian, der uns das Paket geschickt hat, kriegt von der Regina eine kleine Anerkennung geschickt. Die wird sich was ausdenken und dir das auf den Weg geben. So, dann kommen wir zu den Automatikmessern. Ne? Also, warum Deutschland legal? Also, erstmal, ihr wisst ja, nach dem neuen Waffengesetz sind diese Automatikmesser jetzt verboten. Du hast, glaube ich, auch Springmesser, die Automatik-Springmesser, ja, sind jetzt verboten. Du hast, glaube ich, auch keine mehr im Shop, oder? Und wir werden dieses Messer nächstes Jahr wieder auf den Markt bringen. Und das hat eine Besonderheit, weil im Waffengesetz ist eindeutig geregelt, da steht drin, dass ein Automatikmesser sich so definiert, wenn man auf einen Knopf drückt, die Klinge rausspringt und sie dann verriegelt, dann ist es ein Automatikmesser vor dem Waffengesetz. Bei dem Messer ist es aber nicht so, die Klinge springt zwar raus, aber die verriegelt nicht. Ja, wie ihr seht, ja, ist das hier noch beweglich. Wenn ihr dann hier die Sicherung reinmacht und nach oben schiebt manuell, erst dann ist die Klinge verriegelt. Und das hebt diese Definition etwas auf. Ja, wir werden parallel denke ich mal, dem BKA das Messer vorstellig machen. Aber wir denken, dass wir da gut mit durchkommen. Und wie gesagt, das ist ein Projekt, was wir für nächste Woche planen. Das Messer wird auf jeden Fall in den Verkauf gehen, wie auch immer. Und das wollten wir euch mal ankündigen. Das wird dann aus dem neuen Hybrid Kryo sein. Hier seht ihr hier dieses Hybrid Kryo Logo auf der Klinge. Und wer das Little Viking kennt, der wird dann schon die Änderungen sehen. Wir haben jetzt hier ein freies Lanyard-Loch, der Spacer ist hier freigelegt. Wir haben hier nochmal zusätzlich ein paar Chimpings, damit ihr die Hand hier nochmal bei Sharp arbeiten oder was auch immer, wenn ihr kraftvoll zupacken müsst, hier nochmal drauflegen könnt und nicht abrutscht. Es ist auch gut, wenn man hier vorne mal den Daumenlauch drauflegt. Dann haben wir hier die Verriegelung, den Öffnungsknopf. Die Feder ist so insert. Wie nennt sich das, diese Verriegelung mit diesem Bottomlock, gell? So heißt es, oder? Ja, 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 also. Es ist im Prinzip ein entschärfter Bottomlock, oder? Ja, das würden wir wahrscheinlich, da müssen wir eine neue Bezeichnung finden. Ja. Weil, ja, ja, aber eigentlich, es ist ein Bottomlock. Ja, also wie gesagt. Ja. Aber mit Feder halt. Die springt hoch und dann bleibt das hier in Position. Und erst wenn er hier den Riegel drauf macht, dann könnt ihr das nicht mehr bewegen. Und wie gesagt, ansonsten ist die Funktion wie beim normalen Springmesser, springt auf, aber es arretiert hier nicht, ne? Sondern die Arretierung müsst ihr hier manuell reinmachen. So, davon machen wir verschiedene Messer, sag ich mal. Es wird welche in Titan geben, in Aluminium. Hier, das ist mein Favorit, hier Orange, gell? Was ist dein Favorit, Richard? Ich finde eigentlich die Titan-Version super schön, edel. Ja. In dem Fall. Also nicht blau, nicht schwarz, nicht orange. Ich finde die Titan. Aber ist es Titan oder ist es. Ist es anodisiertes Aluminium? Also die zwei sind Titan und die zwei sind anodisiertes Aluminium. Wir wollen mehrere Versionen rausbringen. Wir schauen mal, wie wir das verteilen. Bei Gogan wird es auch welche geben. Wahrscheinlich etwas einfacher und auch günstiger wie unsere Version. Ja, ja. Ne? Aber wir bewegen uns in einer Preisrange, sage ich mal, von 200 bis 349 Euro. Also denken wir. Werden deine Varianten
alles Aluminium oder alles Titan sein? Also meine Varianten werden Titan wie auch Aluminium sein, aber dann voll mit ganz allen Fräsungen. Ne? Und die sind dann halt, klar, die Aluminium wären also ein bisschen günstiger. Mit deinem typischen Viking-Style, genau. Design. Und beim Jörg wird es dann ein bisschen abgespeckter sein, aber dafür günstiger. Aber dafür viel, viel günstiger. Alle Messer werden den Hybrid Cryo haben in 6 mm. Das muss man ja schon dazu sagen. Auch Jörg seine Version. Ne? Mhm. Also, da haben wir dann schöne Preisrange von 200 bis 350. Vielleicht machen wir noch was ganz Verrücktes aus Damast und Timaskus wieder oder so. Ein paar einzelne Stücke, maximal 10 oder so für die Sammler, für die ganz harten Sammler, sag ich mal. Aber das schauen wir dann mal. Ne? So, du hast dein Messer jetzt die ganze Zeit dabei gehabt. Wie ist es so? Trägt sich super. Der Richard ist schon ein bisschen müde, der hat heute schon viel gearbeitet. Wir haben so viel Stress. Ich bin heute wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja. Nur Telefon durchgehend und die Nachbearbeitung der Black Week und so weiter. Die Regina kann auch ein Lied singen davon. Ja. Auf jeden Fall, ja, wir sind ein bisschen, wir brauchen, die Woche haben wir auch kaum Werbung gemacht, wir brauchen ein bisschen Pause eigentlich. Ja, wir haben hier zum Beispiel eine Version, da ist Kupfer drin gewesen, das haben wir dann nicht gemacht. Wir haben uns irgendwie auf Bronze geeinigt. Ne? Das war eine frühe Version, die konnte man dann auch noch schön so aufmachen. Aber wie gesagt, da ist jetzt alles ein bisschen... Gut, das sind ja die Protos, oder? Ja, da ist jetzt alles viel, viel strammer. Wie gesagt, der Gewinner, wo die 000 von 300 kriegt, der mit dem verbrannten, schnuddeligen Clip, sag ich mal, der hat dann die Version, wie sie jetzt im Handel ist. Und ihr könnt das ab sofort kaufen. Auch vom Preis her haben wir gesagt, dass wir vor Weihnachten nochmal richtig Pfeffer reingeben wollen. Statt 3,49 fangen wir gleich bei dem Modell mit 2,99 an. Das ist natürlich ein absoluter Kampfpreis bei den Materialien, die da verwendet worden sind. Wir müssten es eigentlich für 3,50 verkaufen, aber kurz vor Weihnachten haben wir gesagt, komm, 2,99 und feuerfrei, 300 limitiert. Also nochmal ein richtiges Leckerli, falls ihr für euch selber oder für eure Mädels und Jungs... Gibt es bei dir heute im Shop noch eine, also hast du noch was Neues, außer jetzt im Bömbur? Ja, wir haben neue Midgardsjacken, haben wir im Shop. Leider nur in drei Größen, XL, XXL und 3XL. Das sind so Softshell-Jacken, wie heißt das da? Softshell. Wasserabweisend. Aber nicht wasserdicht, hat keine Membrane. Softshell. Das ist so ein Nuschelwort, Softshell. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Ja, gut. Die, wo Sport machen, draußen, hey, Moment, die Moment. Kennen das. Ja? Moment, Wanderer, ich jetzt, hey, Joker, hier, aber hier. Der Dirk kennt das bis jetzt nicht. Der hat ja angefangen jetzt. Ja, ich habe ja vorgestern angefangen, guckt. Ich habe sogar ein Fitnessarmband. Oh. Wahrscheinlich werde ich es noch eine Woche durchhalten. Wir gucken mal. Wir sind gespannt. Nein, zeige ich jetzt nicht. Vergiss das einfach. Also wie gesagt, Gewinnspiel. Wer uns in die Kommentare was reinschreibt, bekommt dieses Messer. Wir verlosen das natürlich dann wieder kurz vor Weihnachten. 000 von 300. Und das nur mal als Vorspann. Wir könnten eigentlich auch mal die Sigurd zeigen, wenn du willst. Was sagst du? Die ersten Prototypen vom Sigurd. Ach, haben wir noch gar nicht gezeigt. Die haben wir noch gar nicht gezeigt. Die können, oder wollen wir die im nächsten Video zeigen? Nee, zeig's im nächsten, weil sonst im nächsten zeigen wir dann auch noch mal oder... Erklären nochmal, wie das mit den Österreichern abgelaufen ist, mit Böhler, ja, mit den Jungs. Mit dem Hybrid. Mit denen haben wir heute telefoniert. Wir hatten gestern auch wieder Stress. Es gibt keinen Tag bei uns, gell, dass es nicht irgendwie eine andere Katastrophe ist. Ja. Aber ich habe es halt schon auch mit anderen Kunden, die ja bei mir am Telefon waren, gesagt, also wir sind ja nicht normale Händler und der Dirk sowieso noch nie, aber wir produzieren halt auch, wir haben Projekte, jetzt noch der eigene Stahl, dann. Ja, es gibt halt immer irgendwie dann wieder eine neue Erfindung oder wieder eine neue Technik. Wir machen immer und deswegen wieder was haben wir immer irgendwo, gibt es Probleme mit Zulieferern, mit der Herstellung, mit Materialien. Mit also, und gerade jetzt, die letzten Tage, kam da recht viel zusammen. Ja. Also, eins habe ich noch. Wir haben ab sofort die TPU-Scheiden für das Little Viking, fürs Baby. Valhalla. Baby Valhalla, so rum. Der ist auch schon durch. Baby Valhalla im Sortiment. Hier seht ihr das, das klemmt von ganz alleine drin. Und mir gefällt das am besten, sag ich mal. Auch die Lederscheiden sind auch cool, aber das finde ich schon irgendwie geil, weil das so schön einfach ist, ja. Naja, vor allen Dingen, das sieht aufgeräumt aus und ist halt rutschfest. Praktisch, es klingt sich ein und da wackelt nichts. Das ist eigentlich nicht schlecht. Warum bist du nicht gleich drauf gekommen? Weiß ich nicht.
Er hat erst mal 1000 Leder-Multitool-Taschen bestellt. Ja, genau. Bevor er gesagt hat, ja, aber die Drucker gehen nicht in allem. Und als ich gestern nach dem zweiten Mal Müsli einschaufeln gemerkt habe, dass ich aus meiner Hundeschüssel esse, habe ich gewusst, dass ich mal wieder urlaubsreif bin. Ja, also gut. Da muss irgendwas, wir brauchen ein bisschen Pause eigentlich. Aber eben, das schaffen wir jetzt noch. Bei uns heute gibt es nochmal, bei Vanguard gibt es nochmal eine Weihnachtsaktion. Mhm. Und wir machen auch nochmal ab heute eine Adventsaktion. Wir haben erst gedacht, vielleicht nur für die Facebook-Gruppe, jetzt machen wir es aber für alle. Bei uns gibt es dann nochmal eine gewisse, eine 10%ige Payback-Aktion. Der liebe Günther und ein paar andere aus unserer Gruppe haben uns da drauf gebracht. Und die Leute, die den Newsletter noch nicht abonniert haben, macht das bei uns. Für was für Produkte gilt das, für die Payback-Aktion? Also die Payback-Aktion ist eine spezielle Aktion, die erklären wir dann auch im Newsletter. Ich kann es aber auch nochmal erklären. Das war auch nicht meine Idee. Wir lassen es laufen bis 15. Januar, weil wir machen am 20. Januar, also wir machen wahrscheinlich zu. Und dann wäre es zu kurz für diejenigen. Das heißt, jeder, der bei uns was einkauft, bis zu seinem Betrag, wo er eingekauft hat, 500.000 oder 2.000 Euro, kann bei der Payback-Aktion mitmachen. Das heißt, wenn er dann gezogen wird im Los, die ersten drei, die bekommen von ihrem eigenen Einkauf dann entweder alles oder einen Großteil zurück. Wow, das ist cool. Das heißt also, war nicht meine Idee. Auf jeden Fall, ich finde es auch cool. Ich habe gesagt, wir machen da mit. Wir losen das dann Mitte Januar aus. Und wenn einer meinetwegen für 500 eingekauft hat und er zieht es los mit 500, dann kriegt er von uns nochmal einen Einkaufsgutschein von 500 oben drauf. Das ist cool. Und, oder 750. Wir machen 750, 500, 250. Das haben wir die Woche auch noch kreiert. Da werden wir morgen anfangen mit der Werbung. Morgen bei uns im Knife-Café wird nochmal alles erklärt. Am Freitag um 18.30 Uhr bei unserer Facebook-Gruppe gibt es immer Knife-Café. Und das macht morgen dann der Günther und der Christian. Und die erklären das. Und das haben wir die Woche auch noch nebenbei gemacht, das ganze Programm und viele andere Sachen. Mir lassen sie aber doch was einfallen. Naja, mehr will ich eigentlich jetzt gar nicht sagen. Vielleicht gibt es auch noch eine Adventsbox bei uns, noch eine extra Mystery-Adventsbox. Aber ich habe nach diesem Black Week, bin ich echt total, ich bin total am Ende. Wir waren ja noch die drei Tage in Maniago. Mittwoch hin, Freitag zurück, war auch und dann krass. Gleich Weihnachtsfeier mit den Arbeitskollegen. Ja, oh, auf jeden Fall. Wir hatten Regina hat sich einen Zeh gebrochen. Ja, sonst gab's also wir sind alle irgendwie ein bisschen durch und brauchen Pause, aber wir lassen den Advent schon noch, da lassen wir uns schon noch was einfallen. Bei uns kommt ja doch das Bulletin Giutano vom Rudi von Poppel auch von geil, Fox. Auch geil, ja. Ja, ich hoffe, dass es das alles klappt, dass das kommt. Das wäre doch mal so ein bisschen der Jahresabschluss. Und ja, was kommt bei dir noch? Die Rucksäcke kommen. Die Rucksäcke kommen vor Weihnachten kommen. Noch. Wir haben übrigens einen neuen Shop ab dem 12. November. Und da gibt es dann die Rucksäcke. November, du meinst Dezember. Dezember. Und da gibt es dann, ich brauche auch Urlaub. 2019. Ja, ja, genau. Da gibt es dann ab 12. Dezember gibt es dann den neuen Shop bei uns. Und da könnt ihr dann praktisch den Rucksack kaufen bei uns und bei Richard in Rot-Schwarz, gell? Ja. Und da könnt ihr dann zum Beispiel ein Foto hochladen, euch das Ding dementsprechend anpassen und so weiter, personalisieren. Aber wie gesagt, da machen wir nochmal ein extra Video, da zeigen wir die ganzen Farben. Die Vanessa Blank wird auch nochmal ein Video machen. Die fand das auch ziemlich cool, das Ding, wo sie da das letzte Mal da war, hat sie den Prototypen schon bewundert, hat gesagt, ich will da ein Video machen, das passt voll für mich. Und dann haben wir gesagt, klar, machen wir mit der Vanessa, die kann das ganz gut. Und die erklärt den Rucksack dann nochmal auch. Was und Regina, wie viele Paletten, Rucksäcke sind da gekommen? Ich hab, also ich habe gestern natürlich aus der Hundeschale gegessen, mein Frühstück. Aber ich habe heute mitgeteilt bekommen, dass der Dirk zwischen den Paletten Rucksäcken und Paletten Wasser verwechselt hat. Ja, also ja. Er hat die Paletten Wasser mit Paletten Rucksäcken verwechselt. Ja, deswegen gab es bei uns eine Irritation im Lager. Auf jeden Fall. Ja, wir wünschen euch jetzt noch ein schönes Wochenende und einen schönen ersten Advent. Ja. Wie gesagt, ihr könnt bei uns mal reingucken in die Gruppe, aber auch den Newsletter abonnieren. Da gibt es nochmal eine tolle Aktion, die unsere teilweise Teilnehmer von unserer Facebook-Gruppe mit kreiert haben. Ja. Und beim Dirk wird es geben noch einen neuen Job in diesem Jahr. Wir werden eben am 20. auch deswegen zumachen, weil wir nicht nur Inventur haben, sondern weil wir auch einen neuen Job in Anführungsstrichen kriegen. Wir haben ja viele Shop-Probleme, aber wir haben es jetzt
wir wissen es jetzt, was es ist. Es ist das Template der Oberfläche, also so, wenn ihr den Job seht und reinkommt, die Aufteilung. Mhm. Und dieses Template kann man nicht mehr updaten und das macht einfach zu viele Probleme und es könnte sein, dass wir dann vom 20. bis Ende ja sogar den ganzen Shop dicht haben. Das muss ich aber mit der IT-Firma nochmal genau bekaspern, ob wir es dann noch dieses Jahr machen oder vielleicht auch nächstes Jahr. Auf jeden Fall kann es dann tatsächlich sein, dass der Shop dann mal mehrere Tage nicht erreichbar ist, weil wir diese 1400 und irgendwas Produkte dann in den neuen Shop überführen müssen, weil dieses, sag ich mal, der Screen, den ihr seht beim Reinkommen, also die Neuigkeiten und die Kategorien, das ist ein Template. Und das wurde nicht, kann nicht mehr geupdatet werden. Die Firma ist praktisch pleite gegangen und nicht mehr WordPress-kompatibel. Und das ist das Problem, was wir momentan seit Monaten im Shop haben. Und das müssen wir jetzt irgendwann mal ausräumen. Einfach mal nur so, dass wir mal dann vielleicht mal ein paar Tage nicht erreichbar sind. Aber da werde ich dann einmal extra Infos an alle geben, natürlich. Also okay. Also gut. Also, wie gesagt, schreibt einen Kommentar drunter, dann könnt ihr das Messerchen gewinnen. Lasst uns ein Like und ein Abo da. Wenn euch gleichen Abdruck hat der Nein, das hier. Auf seinem Finger. Ja, das. Also die 300 ich habe mich, hab mich da verbrannt und habe das auch auf dem Raum jetzt drauf. Ach so, mit dem neuen Laser oder was? Ja. Genau. Nee, ich habe das zu heiß eingestellt und habe es draufgebrannt. Da war das Ding glühheiß und ich habe natürlich mit dem Daumen drauf gelangt. Ne? Ja. Ja, also wie gesagt, wir sollten vielleicht noch mal irgendwie so Pflaster oder erfinden, so spezielle Pflaster. Ja, die Regina wollte so doch mal Pflaster dazulegen. Hier so Dinger wie knapp überlebt oder so, weißt du, mit Aufschrift. Ach so, das, oder wäre auch mal was. Ja, genau. Wäre auch mal cool. Heul doch. Heul doch. Ja. Heul doch. Ja, ja. No Sissi. Sissi. Aber es sind halt teuer, so Pflaster, deshalb habe ich das tatsächlich echt teuer sind. Die sind teuer, ja. Also gut. Also, lasst uns ein Like und ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr das Messer gewinnen wollt. Und schönen ersten Advent am Sonntag. Schönen ersten Advent und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Genau, das sehen wir. Danke nochmal für die Kiste. Ich war übrigens sehr gerührt über diese Tasse. So. Ja, also, ciao, ciao.